Freunde, was geht ab? Heute Darmstadt gegen Köln. Boah, Freunde, ich bin gespannt. Zwei starke Vereine. Ja, aber schauen wir mal. Darmstadt hat gerade ein bisschen Formtief. Köln, ja, auch Abstieg. Ja gut, die zwei Absteiger der letzten Saison treten heute gegeneinander an. Ich bin gespannt. Zwei starke Fanbases. Schauen wir mal. Also, von den Fans braucht man gar nicht reden, die werden heute abreißen. Ich bin einfach mal nur auf die spielerische Leistung gespannt, was für ein Spiel wir da sehen werden. Und ja, Freunde, ich würde sagen, let's go. Auf geht's nach Darmstadt. Ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da. Und viel Spaß mit dem Stadionblock. Freunde, ankommen in Darmstadt. Mann, wieder was für ein Verkehr, ey, das gibt's nicht. Ja, von Stuttgart nach Darmstadt in 3 Stunden 30 Minuten, das ist ja nicht normal. Naja, in 10 Minuten geht das Spiel los. Ich habe halt 10 Minuten Laufweg. Ich werde ein paar Minuten zu spät kommen, wahrscheinlich zum Spiel, aber hey, ich halte jetzt so. Auf geht's, geh mal rein. Also Freunde, hier sind wir. 5 Minuten haben wir noch. Es könnte echt sein, dass wir es noch zum Anpfiff schaffen. Auf geht's. Freunde, pünktlich zum Anpfiff. Jawohl, ey. Freunde, endlich ankommen am Platz. Ich würde sagen, jetzt kann das Spiel beginnen. Auf geht's. Viel Glück an beide Teams. Plötzlich steht 1-0 für Darmstadt. Ich bin hier komplett unter Kölner und hab das irgendwie gar nicht mitbekommen, plötzlich 1-0, Freunde. Schaut euch mal die Stimmung an, ey. Ist doch der Wahnsinn. Köln. Ja, schauen wir mal. Jetzt Eckball für Köln. Freunde, ich bin hier neben dem Gästeblock. Deswegen filme ich auch nicht darüber. Wir zünden hier gerade Büro und alles an. Ich bin einfach zu nah dran. Man wird da alle Gesichter erkennen. Deswegen filme ich da nicht rüber, dass ihr da einfach Bescheid wisst. Ich bin einfach zu nah, um die zu filmen. Schade. Boah, Freunde, schon steht hier 2-1. Sage mal, wo geht die Vorschau? Fraser! Freunde, spieltechnisch machen sie es gut, muss man sagen. Geht schön hin und her. Köln drückt ein bisschen mehr. Überrascht mich gerade, dass Darmstadt das zweite Tor geschossen hat, aber ey, ist ja Fußball, ne? Freue mich auf den weiteren Verlauf dieses Spiels. Also Freunde, erste Halbzeit haben wir rum. Aber soll ich sagen, ich finde, ehrlich, Köln macht es besser. Köln hat es bisher besser gemacht in der ersten Halbzeit. Und trotzdem ist Darmstadt in Führung. Ja gut, Effizienz, ne?
Seiten, Fans beider Seiten geben voll ab. Das Spiel allgemein gefällt mir, geht schön rechts, links, hin und her. Wie gesagt, ich sehe Köln einen Ticken weiter vorne. Ja, Chancenverwertung ist ein bisschen, da hätten sie noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber so an sich, im Spiel bin ich zufrieden und bin einfach mal gespannt, was in der zweiten Halbzeit abgeht. Freunde, ich würde sagen, let's go. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Man hört zwar die Darmstädter nicht, weil ich direkt neben dem Gästeblock bin, aber schaut euch mal die Tribüne an, ey, die bebt. 1810 Zuschauern im restlos ausverkauften Bergstadion am Böllenfalter. Ist das so, Freunde? 3:1. Aber kann man nicht sagen. Hervorragender Spielzug. Linien SV Darmstadt 98. Köln. Danke. Und erneut geht 500 Euro von uns. Freunde, was passiert hier heute? 4:1 Darmstadt, ey. Wahnsinn. Oh mein Gott, ey. 5:1, Freunde. 5:1, ey. Wahnsinn. Freunde, es ist vorbei. Lass rausgehen. Immer mich gereiht, wenn ich hier komplett raus bin. Also Freunde, ich habe hier ein bisschen Licht gefunden und dachte mir, komm, ich mach mal kurz das Outro. Boah, was gibt's dazu zu sagen? Darmstadt, hervorragend gespielt. Köln? Boah, weiß ich nicht. In der ersten Halbzeit haben sie es meiner Meinung nach besser wie Darmstadt gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, weiß ich nicht, war ein bisschen mau, muss ich sagen. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber so im Großen und Ganzen, so Darmstadt hat abgeliefert, kann man nichts machen. Erste Halbzeit, wenn es jetzt nur nach der Chanceverwertung und alles geht, so hätte ich gesagt, so, normal müsste ja Köln 2:1 in Führung sein. Aber ey, in der zweiten Halbzeit war dann überhaupt gar kein Anschluss. So, na, ich setze mich mal kurz hin. Ja, war überhaupt gar kein Anschluss. So, zweite Halbzeit haben sie es halt hervorragend gemacht, muss man einfach sagen. So, gefühlt jede Torchance genutzt. Es kommt halt auch noch dazu und ja, deswegen, also kann man nichts sagen. Fantechnisch, Auswärtsblock, ich war ja direkt daneben, deswegen habe ich da jetzt auch ja, nicht rüber gefilmt. Die wollen ja nicht, dass mal gefilmt werden, deswegen das respektieren wir und filmen einfach nicht rein. Aber trotzdem kann ich sagen, ich war ja neben den ganzen Kölnern. Sowohl der Auswärtsblock hat abgerissen, als auch Block N4, wo ich war. Da waren ja auch voll viele Kölner und da ging ja auch die Post ab. Das war echt krass. Darmstadt selber hat ja auch, da ging ja auch die Post ab. Hat man ja manchmal gesehen, wie die da gesprungen sind und so. Haben sie auch richtig gut gemacht. Und ja, so im Großen und Ganzen, Sieg geht auf jeden Fall, ja, geht in Ordnung, kann man nichts sagen. Darmstadt, die haben heute abgeliefert. Ja, und was soll man noch sagen, Freunde? Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da. Morgen machen wir Bayern gegen Stuttgart. Da bin ich auch mal gespannt. Das wird auch, also Topspiel in der Liga, oder? Südgipfel, ja, das, wir nennen es ja Südgipfel, Bayern gegen Stuttgart und das wird auch was. Da hoffe ich natürlich auf 3 Punkte von meinem Stuttgart, weil ich bin ja Stuttgart-Fan und
Ja, da bin ich einfach mal gespannt, was wir machen. Ob wir gegen Bayern gewinnen, ob wir unentschieden spielen oder verlieren. Ja. Also Freunde, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao.